So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und die Stimme ist immer noch weg, hört sich immer noch richtig genial an. Ich will heute erstmal was machen, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich werde in den Shop gehen und werde Münzen ausgeben. Aber was gibt man momentan aus? Ich könnte mir theoretisch hier diese Spezialbox holen. Ich brauche eigentlich ein Glücksei für den Double Raid jetzt. Aber hier wäre ein Glücksei drin, auch 3 Premium Raid Pässe. Aber momentan muss man eh sehen, also überhaupt Raids zustande kommen. Dann sind auch noch die Raid-Stunden abgesagt wegen dem schönen Coronavirus. Deswegen bringt das eigentlich auch nichts. Ich habe noch immer 2 grüne Raid-Pässe aus den Levelaufstiegen und aus den Aufgaben hin und her. Die versuche ich nämlich jetzt mal einzusetzen. Was ich brauche, sind Glückseier. Und deswegen werde ich was machen, was ich schon seit 100.000 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich kaufe mir ein Paket Glückseier für 500 Coins. Da sind gleich 8 Stück drin. Gut, Aufbewahrungslimit erreicht, geht nicht. Und das ist was wirklich, auf dem großen Account habe ich seit 100 Jahren keine Glückseier mehr gekauft. Warum auch? Ich habe immer eine Hyperbox gekauft mit Raid-Pässen drin. Das war das, worauf es ankam. Raid-Pässe, 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 so günstig wie möglich. Dass man da einfach alles mitnimmt, was geht. Mit dem großen Account habe ich dann immer einen ganzen Tag geradet. Auch als man noch spooken konnte, wenn hier einfach nichts ging, hat man eben woanders was gemacht. Das war eine gute Sache. So hat man Niantic das Geld in den Arsch geblasen, bis zum geht nicht mehr. Jetzt, wenn man kein Geld reinsteckt, sieht man schon, man braucht keine Raid-Pässe kaufen, man spooft nicht und es kommt kaum was zustande und man muss einfach nur leveln, man muss halt alles mitnehmen durch Freunde hin und her. So hat man eben keine guten Pokémon, aber man hat halt gute Erfahrungspunkte, einen schnellen Anstieg. Ist eine komische Sache, ist merkwürdig, man muss sich halt dran gewöhnen. Auch die Safari-Zonen wurden jetzt alle 3 abgesagt bzw. verschoben, ist halt so. Raid-Stunde verschoben, gibt's nicht, ist halt so. Deswegen Raid-Pässe momentan eigentlich für einen Arsch, braucht man nicht. Wir gehen jetzt mal hier hoch, da geht nämlich gleich der 5er-Raid auf. Ich hoffe, das ist auch wirklich ein Kobalium. Vielleicht nehmen wir den da hinten noch mit, damit die 2 grünen Pässe weg sind. Das wäre genial. Muss ich gleich noch ein Ei anmachen und dazwischen noch mal Geschenke aufmachen, dass noch ein paar Freundschaftsaufstiege da sind. Dann werde ich sicherlich auch Level 36 erreichen. Ich laufe jetzt aber mal los, sind nämlich nur noch 30 Sekunden. So, wir drehen mal kurz die Arena. Da oben stehen zwar die anderen, aber man hört mich eh kaum. Ich kann so schlecht reden, deswegen habe ich mich mal abstinent gestellt. Ich suche mir jetzt mal eine Ecke, wo ich vielleicht die Kamera draufpacken kann, damit ich hier Ansagen machen kann. So, das sieht doch gut aus. Nee, sieht's nicht. So ein Quatsch. Dann bleibe ich halt hier oben stehen, egal. Da müsst ihr jetzt durch. So. Einfach so hin. Und dann davor gehockert. Was auch besonders wichtig ist, ist natürlich die Frage, jetzt kommt ja die nächste Spezialforschung hier, das nächste Ticket-Event mit Gensekt. Kauft ihr euch ein Ticket für Genesekt? Wie heißt das denn? Gensekt, keine Ahnung. Für das hässliche Vieh auf jeden Fall. Kauft ihr euch ein Ticket, kauft ihr euch kein Ticket? Ich merkte erstmal den Unterschied, wenn ich den Main-Account hätte, hätte ich mir auf jeden Fall ein Ticket gekauft, weil auf dem Main-Account hat man sowieso immer komplett alles mitgenommen, egal was es war. Ich glaube, ich nehme das wieder in die Hand. Das ist mir jetzt zu blöd. So, da hat man auf jeden Fall alles mitgenommen, egal was es war. Man hat überall reingecashed. Man hat sich die Spezialforschungen mitgenommen. Da gab es wenigstens auch eine Medaille für den Hauptaccount, die dann gut aussah. Aber ansonsten, was habt ihr denn großartig gekriegt? Das wird einem jetzt erstmal klar, wenn man einen kleinen Account hat, wo man eigentlich kein Echtgeld reinsteckt, wo man keine Coins kauft, wo man eben auch keine Spezialforschung mitnimmt, dann traurig ist, dass man was verpasst, aber man verpasst ja nichts. Was habt ihr denn? Ihr kriegt dann ein paar Raid-Pässe wieder. Braucht ihr nicht eigentlich. Kriegt ihr auch so, könnt ihr euch von Coins kaufen, wenn ihr euch immer schön in die Arena setzt. Jetzt wird man schon wieder ausgelacht. Dann was gibt's noch? Es gibt einen Knusp, braucht man auch nicht. Kriegt ihr auch so alles hin. Ihr habt ein bisschen Sternstaub, kriegt ihr auch so. Das Einzige, was euch wirklich durch die Lappen geht, ist eine Medaille. Aber für eine Medaille 8 Euro zu bezahlen, braucht man eigentlich nicht. Genesekt, wie auch immer, kommt sowieso dann in die X-Raids. Also es ist ja auch nicht, dass das exklusiv nur
in dieser Forschung da ist, das kriegt danach eh jeder in den X-Rays, ist also auch unnötig. Früher hat man sich darüber aber gar keine Gedanken gemacht. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mein Glücksei vergessen. Ich muss mal kurz raus in die Lobby. Das Glücksei noch einwerfen. Wunderbar. Früher hat man sich darüber, wie gesagt, keine Gedanken gemacht. Man hat gesehen, oh, da gibt's was Neues. Da muss ich reincachen, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Mittlerweile mit einem zweiten Account steht man da und denkt sich, okay, Raid-Pässe brauchst du nicht, Raids kommen kaum zustande. Was brauchst du sonst so? Eigentlich nichts. Beschränkst dich aufs Minimum. Safari-Zone. Jetzt ist wieder alles verschoben, es ist alles komisch. Die Raid-Stunden werden verschoben. Richtig komische Sache. Irgendwo denkt man dann, ein bisschen ist die Luft raus, aber ich hoffe, wenn der Große wieder da ist, sieht es wieder anders aus. Da wird wieder mehr gemacht, da wird wieder alles reingesteckt. Da hätte ich auf jeden Fall die Forschung mitgenommen für die Medaille, und damit ich euch auch was zum Zeigen habe. Aber auf dem kleinen Account lohnt sich das einfach nicht, nur dafür jetzt Geld reinzustecken. Das erste Kobalium ist auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, wir ziehen gleich weiter, machen den oben an der Sonnenuhr noch mit, haben ein nichts. Nö, ist kein Shiny. Das fangen wir jetzt mal. Dann machen wir die Geschenke auf und melden uns zurück, wenn die Level-Ups kommen und wir beim nächsten Raid stehen. So, die Geschenke sind alle aufgemacht, auf jeden Fall. Ich filme mal kurz die Level-Ups ab, ne? 20.000 für den Raid. Hier Nicole Brett, gute Freunde. Auch Level-Aufstieg direkt, Level 36. Ramses Kitchen ist auch aufgestiegen. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Grüße gehen raus an der da ist. Selva LP 2003 auch aufgestiegen. Wieder 6000. Selva LP JT, also YouTube. Tunika Keks auch aufgestiegen. Jetzt müssten die Superfreunde kommen. Karin, ne? Wer kennt sie nicht? Der Dredd, alle mit X. Diesmal habe ich unten angefangen, deswegen haben die alle X vom Namen. Travel Freak, der reißt wahrscheinlich viel. Sternchen, auch mit X. Nochmal 20.000 mitgenommen. RSG Gott, nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir Max Nu 262, Lustmolch. Das ist ganz wichtig, ihr braucht unbedingt einen Lustmolch in der Liste. Wusi, nochmal 20.000. Nehmen wir auch noch mit auf jeden Fall. Wollmon Psych, auch dabei. Weiß ich nicht. Nehmen wir noch mit. Ist sogar ein Kobaldium hier, habe ich gerade gesehen. Waterstorm 5. Oh, das ist aber schön hier mit dem Schatten vom Baum. Uji Miau, nehmen wir mit. YouTube Pack 16 Pack, nehmen wir mit. Turtles Boy. Wer kennt noch die Turtles, ne? Den Film oder die Serie. Trainer Sir Ups, nehmen wir auch mit. Das dürfte, glaube ich, gewesen sein. Ja, sieht so aus, gut. So, würde ich sagen, wenn alle soweit sind, gehen wir rein und melden uns dann beim Raid nochmal. Oder nach dem Raid oder wie auch immer. Wir müssen dann noch ein bisschen entwickeln. Das ist das Gute hier bei der Sonnenuhr, ne? Da ist ja hier das China-Restaurant. Gut, da ist nur ein Stück Zaun oder was das ist. Da steht immer ein Tisch und immer Stühle. Da kannst du dich hinsetzen. Kannst in Ruhe raiden. So muss es sein. Da können wir das auch hier abstellen. So. Muss nur noch einer rauskommen, Bierchen hinstellen, dann ist alles super. Hat eigentlich jemand einen Shiny gehabt eben? Oder was Gutes? Nein, das Ding ist eh schlecht. Selbst wenn es gut ist. Thank you.
Was auch schön ist, das andere Kobalium war wieder mal direkt im ersten Ball drin, was man nicht gesehen hat, weil ich es ja nur so reingeschnitten habe, wie der Ball geflogen ist. Aber könnt ihr mir glauben, an diesem Tisch, guck, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Wer kennt's von Manuelsen, ne? Richtig gute Sache. Ist auch schon zu einem richtigen Meme geworden. Ja, gutes Wetter, ne? Für ein Eis, für ein Bier oder für eine Familienpizza. Da geht alles. Übrigens war gestern ja eh wieder Pizza-Mittwoch. Habe ich noch eine Hälfte zu Hause rumstehen. Muss ja wieder von Pupsi den Rest essen, ne? Und diesmal habe ich Nein gesagt bei meiner eigenen. So muss man es machen. Immer schön aufteilen. Also wenn ich bald 10 Kilo leichter bin, wisst ihr warum? Weil ich mal Nein gesagt habe. So, wir haben ein... Nichts. 1679. Was ist denn das für ein Schrott, ne? Gut, ich glaube, das war's dann. Das fange ich jetzt noch. Habt ihr ein Kobalium bekommen schon als Shiny? Schreibt's mal in die Kommentare wieder mal. Und Glückwunsch zu Level 36 an mich selbst. Das fange ich, dann werde ich noch ein bisschen entwickeln. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.